So. Jetzt ist die andere Frage, was gibt es dann? Ich habe ja gesagt, es gibt jetzt einige Kernelemente. Und ja, es gibt noch ein Kernelement, was ich im Hinblick auf Shadowlands ansprechen möchte. Und zwar ist das die neue Customization. Das ist, dass du dir in dem Sinne den Charakter erschaffen kannst, der dir vielleicht noch besser gefällt im Vergleich zu vorher, wenn man so möchte, vielleicht zu früher. Und in diesem Zusammenhang muss man vielleicht auch ansprechen, dass jetzt schon sehr in dem Sinne gemeckert wird, dass Shadowlands eben keine neue Klasse hat. Also ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass in dem Sinne jetzt jede Rasse ein Todesritter werden kann. Dadurch, dass wir eben uns mit Bolvar verbünden, Bolvar hilft uns ja auch in die Shadowlands, ist es ja auch irgendwie offensichtlich, dann gibt es ja gar keinen Grund mehr, warum das nicht mehr der Fall sein sollte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Hauptgrund, warum wir keine Klasse bekommen, ist der, dass erstens Blizzard nicht noch mehr Balancing-Probleme haben möchte, aber eben auch, weil sie der Meinung sind, die Klassen sind ja auch in gewisser Weise eine Individualisierung. Und wir haben in BFA vor allem die Allied Races, die verbündeten Völker in dem Sinn gebracht und auch schon in Legion. Und diese verbündeten Völker sind ja auch in gewisser Weise nur so eine Art Individualisierung. Du möchtest in dem Sinne mal eine andere Rasse spielen, also hast du die Möglichkeit, dich in dem Sinne mit denen dann zu verbünden. Wenn du jetzt keine Klasse hast, ist jetzt die Frage, ist es dann wirklich ein Manko? Ich glaube nein. Denn man ist ja davon ausgegangen, dass der Tinker, also sprich diese Art Ingenieursklasse, dass das so das neue Ding wird. Ah, das wird so die neue Klasse in diesem Add-on. Hätte aber jetzt thematisch, so wie sich die Shadowlands jetzt langsam anfühlen, wenig Sinn gemacht. Die einzige Klasse, die also wirklich Sinn gemacht hätte, wäre Nekromant. Necromancer. Nur ist hier die Frage, würde der sich nicht zu sehr wie ein Warlock spielen, also wie ein Hexenmeister? Wäre da nicht einfach dieses, wäre diese Unterscheidung nicht einfach dann doch zu gering? Da bin ich mir persönlich nicht sicher, aber ich glaube persönlich, dass Shadowlands nicht unbedingt eine neue Klasse braucht. Ich glaube, es ist okay, dass man jetzt sagt, okay, Leute, wir lassen das einfach. Wir bringen keine neue Klasse raus, das passt schon. Ich glaube auch, dass den meisten Leuten das gar nicht mal jetzt so wichtig erscheint. Vielleicht gibt es wieder ein paar, die me meckern werden. Mich persönlich tangiert es jetzt nicht so sehr. Aber ich finde einfach diese Individualisierung, die sie jetzt durch die Klasse, durch die neue Klasse eben nicht bringen, die haben sie jetzt eben in verschiedenen Formen drin. Ich habe angesprochen, legendäres Item, also Legendary, legendärer Gegenstand. Dann habe ich angesprochen, dass du in dem Sinne ja einen Pakt auswählen kannst. Ist ja auch in gewisser Weise eine Individualisierung. Dann habe ich angesprochen, die Soul Binds, also sprich, was für Talente du wählst. Ist auch in gewisser Weise eine Individualisierung. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Customization, denn es wird mit Shadowlands jetzt möglich sein, ich schätze mal ab dem Pre-Patch, dass du zum Beispiel als Zwerg dich so ja, darstellst wie ein Wildhammer-Zwerg. So. Oder dass du als Troll so ein bisschen aussiehst wie so ein Bluttroll. Es gibt auf jeden Fall super viele Möglichkeiten. Und es gibt so viel mehr Möglichkeiten, als jetzt zum Beispiel es in den letzten Jahren der Fall war. Das heißt, es braucht nicht unbedingt eine neue Allied Race, neues verbündete Volk. Es braucht auch nicht unbedingt eine neue Klasse. Wenn man das Gefühl hat, guck mal, ich erstelle mir jetzt, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird vielleicht jetzt das auch möglich sein, dass sie das auch am Anfang dann umsonst anbieten, könnte ich mir gut vorstellen. Ich mache jetzt hier aus meinem Troll, ja, der ist jetzt relativ so blau gehalten, mache ich jetzt so einen extrem düsteren, mit super vielen Tattoos, versehenen Troll. Also wirklich was richtig Abgefahrenes. Und ich glaube, das ist etwas, worauf die meisten Spieler schon seit Jahren warten. Natürlich wird es nicht so ganz krass sein wie bei solchen Spielen wie, ja, zum Beispiel bei Black Desert Online, dass du wirklich dann auch jedes kleinste bisschen dir aussuchen kannst. Du kannst genau die
Ohrengröße einstellen, die Nasengröße, du kannst die Brustgröße einstellen, du kannst die Kopfgröße einstellen, so, das ist nicht der Fall. Aber im Vergleich zum aktuellen, der aktuellen Customization, also der aktuellen Anpassungsmöglichkeit, ist das halt ein riesengroßer Schritt. Ich glaube auch, das ist ähnlich wie hier mit dem Leveln. Ich glaube, das ist für viele so, ja, ist ein nettes Feature, aber brauche ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Leute da extrem viel Spaß mit haben werden. Und bei den Menschen ist es jetzt richtig krass bei der Allianz. Denn da zum Beispiel kann man jetzt dunkelhäutig auswählen, man kann asiatisch auswählen. Jetzt gibt es ja die ersten Stimmen, jo, ist ja wieder nur so Social Justice Warrior mäßig. Das macht Blizzard ja wieder nur, um den Zeitgeist mitzunehmen. Nee, es ist einfach die Möglichkeit, dass du jetzt wirklich mal in dem Sinne genau die Person erschaffst, wenn du schon Menschen spielst, der dir vielleicht sogar nahe kommt, der ungefähr so aussieht wie du. Warum sollst du, wenn du dunkelhäutig bist, wenn du zum Beispiel Afroamerikaner bist, warum sollst du dann weiß sein? Warum? Warum kannst du nicht irgendwie mal das wählen, was sowieso irgendwie eher zu dir passt? Also ich sehe das überhaupt nicht skeptisch. Ganz im Gegenteil, ich finde das unfassbar motivierend. Und ich finde, das kann was ganz Großes werden. Und ich glaube, er ist jetzt auch, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube, dass da noch viel mehr kommen wird in naher Zukunft, dass sie jetzt erst damit anfangen. Das kann auch noch innerhalb der Erweiterung, aber vor allem dann auch in den nächsten Erweiterungen noch viel größer werden. Also, wenn ich mal wieder höre, wir wollen zum Beispiel so ein großes Feature wie Housing, dann frage ich mich, was willst du mit Housing? Was hast du denn davon? Ja, in der Garnison, da ist man da auch nicht wirklich gern gewesen. Okay, man war da oft AFK, aber das ist doch jetzt nichts, was du unbedingt haben musst. Also ich finde, mir reicht es aus. Ich finde definitiv, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in Shadowlands einfach großartig sind und dass das genau der richtige Schritt ist und dass sie lieber weniger angehen sollen, was in Richtung irgendwie Balancing geht oder anders gesagt, lieber einfachere Features und vielleicht sogar schon vorhandene Features als wieder Features, die einfach zu nett gedacht sind und am Ende einfach zu schlecht umgesetzt werden. Also man muss einfach sagen, dass die Island Expeditions in BFA, aber eben auch vor allem die Warfronts, die sind bei den meisten Leuten einfach nie so angekommen. Der Gedanke, jo, spielst du ein bisschen Warcraft 3, so eine Warfront, ist ganz nett. Aber wenn man sich letztlich anguckt, wie es sich eigentlich gespielt hat, ja, muss man sagen, so geil war es dann irgendwie dann doch nicht. Also da muss man ehrlich sein. Und dann nimmt man lieber Dinge, die man in gewisser Weise, also anders gesagt, man nimmt lieber etwas, was man in gewisser Weise irgendwie sich als als lame irgendwie vorstellt, eher als total langweilig und unnötig, was aber was Großes werden kann, anstatt dass das nächste Feature wieder komplett gegen die Wand gefahren wird. Ja, das war's dazu. So, das waren alle wichtigen Kernelemente, die ich ansprechen wollte. Es gibt noch viel, viel mehr, aber das, was ich ansprechen wollte, war drin. Und jetzt kommen wir in der Schlussbemerkung in dem Sinne zu dem, was ich in diesem Video eigentlich erreichen wollte. Ich habe ja oft gesagt irgendwie, das ist meine Meinung, das drängt, also das, ich merke wieder, ich rede wieder zu lange. Das denke ich darüber. Und jetzt kommen wir dazu, dass ich diese einzelnen Kategorien in dem Sinne, wie ich angefangen habe oder ein bisschen erläutert habe, dass ich die jetzt in gewisser Weise beurteile oder irgendwie bewerte. Wir kommen zum ersten Punkt, die Lore und die Story in Richtung Shadowlands. Und ich gebe hier 10 Punkte maximal. Ich persönlich finde einfach das Potenzial, was die Lore für die Shadowlands anbelangt, unglaublich großartig. Also ich sehe hier definitiv nur 9 von 10. Also, ohne dass ich jetzt, falls ich nicht genau wüsste irgendwie, was in Shadowlands eigentlich die Gameplay-Mechaniken sind, ich hätte schon Bock auf dieses Add-on, einfach nur wegen der Story. Ich will einfach wissen, wer ist der Jailer zum einen und zum anderen, was genau ist Sylvanas Plan. Und ich finde, das ist so spannend, weil es eben auch in solche Richtungen noch verlaufen kann, die vielleicht wir auch als Spieler noch überhaupt nicht sehen.
dass das halt ähnlich ist wie BFA, nur in BFA war ich in gewisser Weise ein bisschen verdutzt, weil ich gedacht habe, okay, das mit dem Krieg alleine kann ja nicht der Hauptaspekt des, das kann ja nicht in dem Sinne das Addon selbst sein. Da muss ja mehr sein. Und am Ende hatte ich ja recht, beziehungsweise alle hatten eigentlich recht, es war eben dann mehr als nur eine Faction War Expansion. Sondern vielmehr war es eben auch gegen Ende dann eben Old God Expansion. Und hier ist es ähnlich. Nur ich bin, was BFA, also was BFA anbelangt, war ich eher ein bisschen skeptischer. Hier bin ich unglaublich begeistert. Ich mag Sylvanas Richtung. Ich finde, dieser Charakter ist unglaublich spannend. Und ich glaube, das sind Shadowlands einfach super cool, einfach noch mehr herauszufinden, was sie vorhat und vor allem, warum das Ganze und was es mit diesem Jailer auf sich hat. Und warum, hier sind wir bei diesen zwei Aussagen, warum sagt sie, this world is a prison? Und warum sagt sie, warum wird gesagt, irgendwie, the end of all things is just the beginning, also Ende des Gameplay-Trailers. Warum diese Aussagen? Und warum sagt sie irgendwie, dass sie uns alle befreien will? Diese Fragen möchte ich am Ende von Shadowlands beantwortet haben, oder zumindest einen Großteil davon. Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, wäre die Lore wirklich von einer 9 auf eine 10 geraten. Aber da wir das noch nicht wissen, sage ich, ich habe unglaublich Bock drauf, ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Da habe ich wirklich so viel, also ich kann mir da schon so viel drunter vorstellen und ja, je näher das Addon kommt, desto interessanter wird es auch wiederum darüber Videos aufzunehmen und wieder so ein bisschen so ähnlich wie jetzt mit der Cinematic und mit der BlizzCon einfach so ein bisschen wieder irgendwie zu ja, sich seinen eigenen Gedanken zu machen und vielleicht auch in gewisser Weise irgendwie wieder so rumzuspinnen, ja, ich finde das macht einfach immer wieder Spaß und ich glaube einfach, dass Shadowlands hier einfach auch ja, in gewisser Weise irgendwie perfekt dafür gedacht ist, so würde ich das mal behaupten. Also, was den Aspekt anbelangt, was die Kategorie anbelangt, Story und Lore, 9 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zum Gameplay. Und Gameplay habe ich ja in mehrere Punkte unterteilt. Zum einen den Level Squish. Level Squish, von mir gibt es da auch eine 9 von 10. Ich finde, das Ding ist so wichtig. Und ich finde, so langweilig es sich jemand auch anhören mag, es ist nicht nur wichtig im Hinblick auf Shadowlands, es ist wichtig auf die gesamte Zukunft von World of Warcraft. Wenn ich glaube, Blizzard hat diese Entscheidung getroffen, weil sie selbst gemerkt haben, wie zum Teufel soll das weitergehen. Ja, also es ist ja nicht nur der Fall, dass wir in dem Sinne jetzt weniger Level haben, dass es mehr um die Belohnung geht, in Form von Skills, Talenten, Gear und so weiter. Sondern es geht ja auch darum irgendwie, wie viel Story soll man eigentlich nur am Rande mitbekommen und wie viel Waste, also ich bringe oft diesen Begriff Waste, also total irgendwie verschwendet. Aber es wäre doch echt verschwendet, gerade wenn es um Neuspieler geht, dass die nur einen Teil von BFA mitbekommen oder nur einen Teil von Legion und BFA jetzt gerade das, oder ist jetzt gerade das aktuelle Addon, die bekommen nur ein bisschen davon mit. Die haben keine Ahnung irgendwie, was es mit Legion wirklich auf sich hatte. Die wissen nicht genau, warum Illidan jetzt das und das gemacht hat. Das ist doch einfach klar. Man kann natürlich sagen, ja, aber die meisten interessieren sich gar nicht für die Geschichte. Ich glaube, das hat früher zu einem Großteil gestimmt. Aber ich glaube, dass sich das stark verändert hat. Seitdem Blizzard versucht, innerhalb des Spiels über Cinematics, aber vor allem auch innerhalb von bestimmten Storylines, die Geschichte zu vermitteln, unabhängig von irgendwelchen Comics oder den Chronicles oder irgendwelchen Romanen, sind, glaube ich, viel mehr Leute von der Story begeistert und freuen sich auch über die Story, als es noch, sagen wir mal, in WOTLK oder in, vor allem in Burning Crusade, glaube ich, der Fall war oder in Cataclysm von mir aus. Also ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Level, was Blizzard da erreicht hat. Und allein deswegen ist es halt notwendig, damit man auch ein besseres Verständnis für die Zukunft des Spiels hat, dass man hier in gewisser Weise diesen Schritt zurück macht.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt vor allem, ob es in gewisser Weise jetzt hier noch Veränderungen innerhalb jetzt der Entwicklung geben wird, bis Shadowlands draußen sind. Also bis das Addon draußen ist. Und ob es dann halt während Shadowlands draußen ist oder auch nach Shadowlands, ob es in gewisser Weise dort dann noch Veränderungen geben wird oder nicht. Da bin ich halt wirklich sehr gespannt und freue mich auch wirklich drauf. Und ich kenne mich irgendwie, ich werde schon irgendeinen Char werde ich schon noch leveln, wenn das neue Level-System draußen ist. Weil wenn es halt wirklich schnell geht, dann kann man echt sagen, okay, dann level ich vielleicht doch mal einen Mage oder so. Oder ich level dann doch nochmal irgendwas, was ich eh leveln wollte. Vielleicht nochmal einen Hunter oder so. Keine Ahnung, irgendwas, worauf ich gerade Bock habe. Oder ein Todesritter. Man darf halt nicht vergessen, dass die Todesritter eben dann für jeden ja verfügbar sind. Egal, was für eine Rasse du gerne magst und vor allem, welche Allied Races, was für verbündete Völker du präferierst. Für jeden ist es in dem Sinne dann zugänglich. Und wenn ich sonst nicht Todesritter gespielt habe, vielleicht level ich mir dann eben einen Todesritter. Vielleicht ein Vulpera-Todesritter, keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal, aber ich finde ehrlich gesagt, dass das gerade in Verbindung mit den jetzt verbündeten Völkern, aber eben auch im Hinblick auf die Freischaltung der Todesritter in dem Sinne, also dass die Todesritter-Hürde jetzt wegfällt, diese Verbindung macht, glaube ich, das Leveln halt umso interessanter und ich gebe dem Ganzen auch eine 9 von 10. Also, erste Kategorie, 9 von 10, zweite Kategorie, auch 9 von 10. Jetzt kommen wir zur dritten Kategorie, beziehungsweise der zweiten innerhalb des Gameplays. Und das sind die Covenants, beziehungsweise das ist Anima und das ist das Soulbinding-System oder Soulbind-System. Die Covenants, die ich noch im Gameplay-Trailer als extrem langweilig irgendwie verstanden habe, einfach weil ich das Gefühl habe, wir bekommen hier die Klassenhalle zurück, dem Feature gebe ich auch eine 9 von 10. Dem Soulbind System, also sprich, dass du mehrere Talente dir letztlich aussuchen kannst, dem gebe ich eine 8 von 10, weil ich es nicht so wichtig erachte, ehrlich gesagt. Also ich finde, hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber kann vielleicht ganz cool werden und von daher, ja, mal gespannt. Und dem Torgast-System, beziehungsweise diesem Feature da mit dem Turm, ja, also ja, dieser unendliche Dungeon, dieser zufallsgenerierte Dungeon, dieser böse Zwilling von Icecrown Citadel, also von Icecrown Citadel, dem Ding gebe ich eine 10 von 10. Man muss natürlich sagen, dass diese ganzen Sterne, die ich jetzt gerade verteile, oder die Punkte, die ich hier verteile, das ist die Erwartung, das ist irgendwie, wie viel Bock habe ich drauf. Das ist genauso wie, wenn ich irgendwie auf meinem Blog habe ich ja die Liste irgendwie, welche Serien sprechen mich an oder auf welche Serien habe ich noch am meisten Bock. Und dann verteile ich da irgendwie dann ja auch Sterne. Und hier ist es halt ähnlich. Also ich kann natürlich noch nichts beurteilen. Aber das, was ich darüber gehört habe und wie sie es auch erklärt haben, finde ich einfach, dass dieses Feature unfassbar cool. Also ich glaube 8.3, diese Horrific Visions wären mir gefallen, aber denen glaube ich würde ich eher so eine Art 7 von 10 oder eine 8 von 10 geben, aber diesem Turm gebe ich eine 10 von 10. Also ich habe da unglaublich viel Bock drauf und bin echt gespannt, was dabei dann rumkommt. Von daher haben wir diese drei Punkte oder diese drei Aspekte im Ganzen anbelangt, haben wir also eine 8 von 10, nee, eine 9 von 10, eine 8 von 10 und eine 10 von 10. Ja. Macht also 27 durch 3, ja, macht eine 9 von 10. Finde ich, das trifft es auch ganz gut. Ja, ich bin mal gespannt. Bin wirklich gespannt, ich freue mich drauf. Und ich habe jetzt schon relativ früh gesagt, dieses Varandress, also sprich ganz einfach diese coolen Vampire, da habe ich extrem viel Bock drauf. Und das ist jetzt einfach mal jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, das ist definitiv einfach der Covenant, das ist der Pakt, auf den ich halt am meisten Bock habe. Bleibe ich auch bei.
Ich glaube nicht, dass mir die anderen groß gefallen werden. Natürlich wird man irgendwie dann auch ein bisschen hin und her schalten können. Also man verpflichtet sich nicht zu 100%. Aber ich glaube, wenn, würde ich eher sagen, dann spiele ich das eher mit anderen Charakteren. Ich habe ja noch einen Shadow Priest. Und ja. Und ich habe ja noch einen zweiten Warlock. Von daher, das kann man dann eher mit den Twinks irgendwie dann austesten. Aber ich glaube, das wird einfach eine richtig geile Sache und ich freue mich da sehr drauf. Von daher 9 von 10, was diese Covenants bzw. das Soulbind-System und Torghast anbelangt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich das Gebiet, wo sich eben Torghast befindet, nämlich The Maw, der Schlund. Und weil ich ein ganz großer Fan von dem Suramar-System damals war in Legion, und ich glaube, dass es vielleicht sogar noch interessanter sein wird. Wobei ich echt ein bisschen skeptisch bin, ob dieses sehr offene Level, also nicht Level, dieses offene Quest-Design, ob das nicht vielleicht sogar langweilig werden könnte. Also sagen wir mal so, wenn ich wüsste, dass es so wird wie Suramar, nur mit noch viel mehr World-Quests und richtig guten Story-Quests und World-Boss und so weiter, dann würde ich sagen, hätte ich mega viel Bock drauf, würde ich eine 10 von 10 geben. So bin ich noch ein bisschen zweifelhaft und gebe eine 8 von 10. Ja, aber trotzdem, das ist etwas, worauf ich mich sehr freue und vielleicht wird es am Ende dann einfach, wird mein erster Gedanke, meine erste Erwartung dann vielleicht sogar übertroffen und das wird mich halt umso mehr freuen. Und als letztes haben wir das, was, glaube ich, ähnlich wie das Level-System von vielen extrem, ja, unterschätzt ist, oder unterschätzt wird, oder vielleicht sogar auch so ein bisschen gering geschätzt wird, ist die Customization. Das sind einfach die Möglichkeiten, wie man seine Charaktere nochmal abändern kann. Und da habe ich extrem viel Bock drauf. Ich kann mir jetzt auch schon ein paar coole Ideen, also ich kann mir jetzt schon ein paar coole Charakterdesigns vorstellen für meinen Warlock zum Beispiel. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich noch Nightborn unbedingt spielen möchte als Warlock, oder ob ich nicht lieber Blood Elf sein möchte, weil ich stelle mir irgendwie vor, so Blood Elf mit so richtig böse irgendwie. Also weiß ich nicht. Ich glaube, da kann was richtig Cooles bei rauskommen, bei rumkommen. Und ich glaube auch einfach, das wird super viel Spaß machen. Und wenn es nicht der Main Char ist, allein mit den Twinks irgendwie, gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich will einen neuen Char erstellen, einfach um das neue Level-System auszutesten. Sagen wir mal, ich würde jetzt wirklich mal einen Todesritter erstellen wollen und ja, muss jetzt kein Vulpera sein. Von mir ist auch ein ich spiele ja eigentlich nur Horde, also ein Blood Elf, also ein Blut Elf. Und macht ihn aber so richtig böse, so richtig, richtig fies, wenn man so möchte. Und da könnte man sich wahrscheinlich jetzt schon so coole Sachen zu ausdenken. Also ich habe da richtig Bock drauf. Und deswegen sage ich einfach, weil sich dieses Feature so unglaublich cool anhört, ich gebe dem Ganzen eine 10 von 10. So. Und damit sind wir jetzt also bei dem Endergebnis angekommen, wenn man so möchte. Ist gerade meine Flasche hingefallen. Also, ich hatte gesagt, Story, hatte ich gesagt, 9 von 10. Ich hatte gesagt, beim Gameplay, bei dem ersten Teil davon, 1. Leveln hatte ich gesagt, 9 von 10. Dann bei Covenants und so weiter hatte ich gesagt 9 von 10. Bei dem The Maw, also bei diesem Schlund, sprich bei dem Endgame-Gebiet, hatte ich gesagt 8 von 10, weil ich da noch ein bisschen skeptisch bin. Und bei der Customization, also sprich Charakter-Design-Änderung, hatte ich gesagt 10 von 10. Macht also zusammen 9, 9, 9, 8, 10. Und 3 mal 9 ist 27, plus 8 sind 35, 45. 1, 2, 3, 4, 5 durch 5 macht also eine 9 von 10 an sich. Und ich muss wirklich sagen,
Das ist eine ziemlich gute Einschätzung. Also, nachdem ich das jetzt alles mal so in Gänze durchgegangen bin, kann man schon sagen, ist Shadowlands schon eine verdammt interessante Expansion. Und in diesem Zusammenhang muss ich nochmal ansprechen, dass ich schon des Öfteren gehört habe, es fehlt dieses Key-Feature, dieses Ding, was dich so komplett irgendwie überzeugt. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, eine Klasse, eine neue. Oder Housing. Oder eine dritte Fraktion. Oder irgendwie sowas. Für mich persönlich ist das Genialste an Shadowlands die Message von Blizzard. We're trying to fix this game. Wir versuchen das Spiel wieder so hinzubekommen, dass es den meisten Spielern extrem viel Spaß macht und dass sie auch selbst davon überzeugt sind, dass sich so das Spiel in dem Sinne auch in den nächsten Jahren gut weiterentwickeln kann. Dass sie sagen, wir gehen lieber den Schritt zurück, wir bringen jetzt nicht wieder komplett neue Features rein, die am Ende wieder irgendwie komplett kaputt gehen. Wir machen lieber irgendwie einen, in Anführungsstrichen, ist auch nicht despektierlich gemeint, ein Legion 2.0 raus. Wir fixen das Game und dann, wenn es wieder richtig geil ist, wenn wieder alles stimmt, dann können wir uns über neue Features Gedanken machen. Also wirklich um neue Kernelemente für World of Warcraft. Bis dahin versuchen wir einfach ein sehr solides, spaßiges und großartiges Spiel in dem Sinne aus WoW zu machen, also was Shadowlands anbelangt. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es jetzt mal weggelassen, aber in diesem Zusammenhang muss man eben auch ansprechen, dass sie wollen, dass man wieder mehr sich mit den Klassen identifiziert als mit den Specs. Und von daher, wenn man sagt, ungefähr ein Jahr vor Release, wenn ich sage, ich habe 9 von 10 Sternen, verteile ich, was so den Bock-Faktor anbelangt, also wie viel Bock ich auf dieses Addon habe, dann glaube ich persönlich, ohne dass ich es jetzt damals gemacht habe, dass Shadowlands höher ausfällt als BFA. Also ich glaube, auf BFA hätte ich so 8 von 10 Bock gehabt. Vielleicht so 7,5 bis 8. Aber ich glaube, eine 9 hätte es bei Shadowlands bei mir nicht gegeben. Denn wenn man sich erinnert, dass ich auch schon während der Beta doch ein bisschen skeptisch war, auch wie sich die Story entwickelt, dass du auch einfach diese Zweiteilung hast, einmal die War Campaign und dann die Story bezüglich ne Source, beziehungsweise halt Queen Ashara und so weiter. Ich finde einfach, dass sie da einfach viel zu viele Fehler gemacht haben, dass sie sich das Leben einfach viel zu schwer gemacht haben. Und ich glaube einfach, dass sie es jetzt so machen mit den Covenants und mit Sylvanas, du hast einfach einen ganz klaren roten Faden. Und ich glaube, das wird so viel mehr Sinn machen. Und allein weil die Lore so wichtig für mich geworden ist in den letzten Jahren, habe ich einfach so viel Bock auf Shadowlands und freue mich da extrem drauf. Und damit haben wir jetzt ein wahrscheinlich vierteiliges Video gemacht aus einem Video, was ich eigentlich in einem Video packen wollte, was eigentlich nur so eine halbe Stunde gehen sollte. Aber ich habe jetzt wirklich mal eine detaillierte Analyse gebracht zu verschiedenen Kernelementen von Shadowlands und bin mal gespannt, wie es am Ende dann wirklich sein wird. Das wird man ja vor allem dann schon in der Alpha und der Beta halt merken. Ich hoffe, dass ich sehr früh wieder einen Beta-Key bekomme, vielleicht sogar einen Alpha-Key, so wie in Legion. Nein, ich habe so Bock auf Shadowlands. Ich weiß, dass ihr jetzt gerade hier im Hintergrund Classic seht und mir macht auch Classic wirklich Spaß, aber so gut ich Classic auch finde und so schön es sich auch spielt, dieser Lore-Aspekt, der jetzt in BFA, aber vor allem in Shadowlands vorhanden sein wird, das ist ein so wichtiger Schlüssel für mich geworden, dass der halt, weiß ich nicht, der hat solch eine Bedeutung gewonnen, dass Shadowlands einfach eine viel, viel größere, ein viel größeres Interesse bei mir auslöst als im Moment. Also, sagen wir mal so, wenn dann Shadowlands rauskommt, dann ist Classic halt, spätestens dann ist Classic halt definitiv erstmal wieder auf Eis gelegt. Das kann natürlich schon viel früher sein. Ich habe immer gesagt, man kann es auch gut irgendwie so beide spielen, je nachdem, worauf man gerade Bock hat. Mal abwarten. Aber mein Fazit, Shadowlands, ich habe mega Bock drauf. Und vor allem, nochmal zusammengefasst, ich will wissen, was hat es mit Sylvanas auf sich, wer ist der Jailer, was ist Sylvanas Plan. Ich will diesen Pakt, bei den Vents hier, bei diesen, ich will diesen Pakt mit den Vampiren unbedingt eingehen
ich will mein eigenes legendäres, ich sag mal jetzt als Schneiderer, ich will meine eigene legendäre Robe erstellen. Ich will in diesem Turm so weit wie möglich kommen. Und ich will einen richtig coolen Charakter in dem Sinne erstellen. Das Ding ist halt, vieles davon wird es schon im Pre-Patch geben. Pre-Patch bedeutet, die Geißel überrennt uns, Bolvar hilft uns und erst durch den Pre-Patch, durch Bolvars Hilfe, kommen wir in die Shadowlands, in die Schattenlande, ins Jenseits. Leute, noch einmal dieser Gedanke, das Jenseits, denkt an Dragon Ball Z, denkt daran, wie dort das Jenseits in dem Sinne gezeigt worden ist, wie sie es präsentiert haben, wie sie es auch irgendwie auch, was die Einzigartigkeit anbelangt, irgendwie vermittelt haben. Wenn sich auf einem ähnlichen Niveau hier Shadowlands in dem Sinne befinden würde, wäre ich halt mehr als zufrieden. Ich habe einfach mega Bock drauf. Und ich glaube, der Pre-Patch wird ähnlich, ich glaube, der wird mindestens so interessant werden wie der Pre-Patch zu BFA. Denn da kann man schnell nochmal während des Pre-Patchs schnell einen neuen Char hochleveln. Du nimmst direkt die Levelphase mit, du nimmst direkt die Customization mit, erstellst einen ganz coolen Charakter. Spielst vielleicht nochmal eine Klasse, worauf du Bock hast. Du weißt eben, dass wahrscheinlich schon durch den Pre-Patch sich in dem Sinne jetzt der Fokus mehr auf die Klassen, weniger auf die Spezialisierung in dem Sinne bezieht. Und dann hast du einen neuen Charakter gelevelt, hast richtig Bock, hast in dem Sinne auch alles in dem Sinne nachgeholt, bist wieder voll in der Lore drin, hast mit Bolvar dich in dem Sinne gegen die Geißel durchsetzen können und bist kurz davor, Sylvanas zu verfolgen. Und dann ist es soweit und du betrittst die Shadowlands, du betrittst die Schattenlande, du bist im The Maw, du bist in diesem Schlund gefangen, ähnlich wie in Walls of Draenor, als du ja auch am Anfang dann erstmal in diesem, in dem Forest da warst, in diesem Wald, in dem Dschungel, Tanan-Jungle, ja, also Tanan-Dschungel, bist dann nur eine kurze Zeit, dann fliehst du raus nach Oribor und dann wirst du dann in Westen starten, deine Reise bis Level 60, von 50 bis 60, hast auf der, während der Levelphase, also auf der Reise, in dem Sinne genug über die jeweiligen Pakte erfahren, entscheidest dich dafür, gehst wieder in den Schlund, bist jetzt im Endgame angekommen, machst die World Quest, machst die World Bosse, machst die World Events und so weiter und so fort und begibst dich dann in diesen Turm rein, in diesen Torgast und hast dann noch M+, noch das Raid-System. Also ich habe einfach nur mega Bock drauf. Ich merke einfach, wie sehr, je öfter man drüber spricht, je mehr man sich das vor Augen führt, desto begeisternder wird, also desto größer wird meine Begeisterung. Ich kann jetzt gerade echt nicht mehr sprechen. Ich rede jetzt gerade 2,5 Stunden am Stück. That's it. Leute, ich habe Bock drauf. Shadowlands ist ein überragendes Add-on. Und auch wenn viele sagen, Leute, es fehlt das Key-Feature, es fehlt dieses große Ding. Wenn ihr es gespielt habt, glaube ich, werdet ihr es anders sehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.